Klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Wegen der Reliquie. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimom. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Adanos möge dich schützen. Oh, jemine. Das tut es auch nicht auf ewig. Vielleicht sollte ich nochmal ins Piratenlager gehen kurz. Bevor ich mich hier dem Endspurt des Addon-Kapitels hingebe. Greg hat auch noch was zu sagen. Ganz bestimmt. Seufz. Aber sicherlich schon mindestens 20 Parts hier in dem Addon-Kapitel verbracht. Kommt mir gar nicht mehr so ewig vor. Aber ich werde sicherlich noch einmal hin zurückkehren. Einfach mal. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das Ding ist, im fünften Kapitel, ich weiß nicht, ob das im dritten auch schon tut, aber fünfte Kapitel auf jeden Fall, da spawnen die Viecher nochmal neu. Also einiges. Okay, Greg hat gerade nichts mehr zu sagen. Francis, ach, warum soll der was dazu sagen? Morgen. Faule Sau trainiert mich jetzt hier. Unterrichte mich. Danke. Zumindest weißt du mittlerweile, wie man ein Schwert hält. Ansonsten nicht, oder was? Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Das wird er auch, das wird er auch. Warte mal. Ich hätte das anders gemacht. Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da ist, weht hier ein anderer Wind. Lass uns handeln. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ja, hat er nicht.
besser? Badechse verkaufe ich mal. Paradiesseier, dann weg damit. Steinbrecher. Ich als Alternative. Nee. Nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Die Spitzhacke werde ich auf jeden Fall noch behalten. Magische Armbrust, was will ich denn damit? Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh. Rechte Söldner, die sollte ich auf jeden Fall noch behalten. Mir erfährt keiner was. Piratenrüstung, ich weiß nicht. Ach, komm weg. Rüstung des Ring des Wassers, das kann allmählich hoch weg. Das brauche ich ja wirklich nicht mehr. Das ist wirklich nicht mein Problem. Amulett der Heiler, Frankus Amulett. Ist das wirklich wahr? Ja, wobei, das brauche ich auch nicht mehr. Das. Glaubst du wirklich daran? Ja, ich habe doch so ähnliche Ringe, 2x5. Die soll ich auf jeden Fall behalten, die Aquamarin-Ringe. Ich hätte das Troll, hauer, hauer, ha. Flügel, mein Kornerzahn. Drachenblut behalte ich. So ein Feinzahn. Nein, die Horn des Schattenläufer wollte ich schon behalten. Scheiß drauf. Da habe ich jetzt mal zwei weniger. Mein Collar Panzerplatten kann auch weg. Die Perle kann weg. Zweimal goldener Ring, zwei Hammer. Kohle. Eieieiei, Haut eines Reptils, das kann sowieso weg. Bloodwinds Kopf, ach komm, das behalte ich mal aus Spaß. Boah, das ist so ärgerlich jetzt mit dem Verklicken, ich will jetzt nicht nochmal... So, komm, egal. Haben werden wir keinen Meister des Einhandkampfs. Erledigen wir Raven. Heute noch, hoffentlich. Hey, du. Ah, mein Freund. Der hat nichts zu sagen. Ach, schon wieder Nacht. Nacht des 21. Tages. Da wäre... wieder Texturenfehler. Da wäre jetzt in Majora's Mask der Mond schon zum 7. Mal auf die Erde krachen. Der Canyon. Ach ja. Gut, gut. Dann will ich jetzt mal nochmal die Rüstung wechseln. Dann auf zu den Banditen. Jetzt müsste ich auch hier. Die Quest erledigt. Hey! Hat er noch was zu sagen, oder? Ja, ansonsten, ja, komm. Die Dialoge brauche ich wirklich nicht führen. Na. Jetzt wird sich euer Schicksal noch einmal ändern, Banditen.
Oh, das wird jetzt eine richtig harte Prüfung, Leute. Eine falsche Tat und ich werde sofort gekillt. Yerhedra, Akantar. So, willkommen im Adonis-Tempel. Sieht schon gefährlich aus. Schon die Stacheln an der Decke. Wie war denn das jetzt? Laut der Steintafeln kann man das so rauslesen, meine ich. Wie war das rechts? Also ganz rechts, ganz links und dann Mitte? Oder wie war das? Ich hoffe, das Rathem ist für alle Zeiten im Tempel verrottet. Jo. Blaue Steintafel. Licht bis zum Ende geht. Ah ja. Der sich gegen den Entschluss der drei muss nochmal speichern. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Zur Not wird jetzt habe ich so gewusst, dass das passieren wird. Dann war das erst zuerst links, also ganz links, dann ganz rechts und dann Mitte. Im Idealfall. Die Tür öffnet sich schon mal. Rechte Schalter konntest du direkt schon mal vergessen. So, öffne dich. Ui. Hallo. Ach komm, komm. Da ist nichts zu plündern. Wobei, vielleicht schaffe ich so doch noch ein Level up, aber es bringt mir ja nichts. So, hier sollten wir den ganz rechten Weg nehmen. Alle anderen, zack, tot. Was wir machen. Ich meine, das Rätsels Lösung ist ja, den Weg in ein S zu gehen. Ne? Aber. Ich kann ja mal versuchen. Run. Und wichtig ist, den rechten Weg zu nehmen. Alle anderen Stacheln fallen. Gut, hier sind wir ja einigermaßen sicher jetzt. Ab hier. Jetzt können wir hier die anderen Gänge mal abchecken. Oh, ich sehe hier kaum was. Klatscht.
Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Auch das noch. Ach, Mann. Naja, so ganz umsonst ist es dann mal endlich die Erfahrung mit ihm. Werde ich ihn dann zum Meister? Mann, wieso habe ich jetzt keinen Portalzauber mitgenommen hier? In Torchlight 2 würde ich jetzt einfach mal ein Portal hier hinsetzen, mich da draußen zum Lehrer begeben. Nachdem ich eine Hand zum Meister gemacht habe und dann bin ich schon wieder drin. Durch das Portal hier drin. Ernsthaft, ne? Na gut, passend dazu. Warum ertönt eigentlich die Musik nicht? So, die anderen checken wir auch nochmal ab. Aber auch noch mehr Leute. Alter. Was seid ihr bescheuert, ey? Das war voll laut, ey. Herrschaftszeiten. Nichts zu plündern. Erschrocken, ey. Da ist sowas von klar, war auf einmal voll laut. Aber da muss ich mich erstmal wieder voll fressen.